22. Beide spielen in der U21-Nationalmannschaft. Kevin Fickinger ist 5 Monate älter, bestreitet heute aber erst sein 2. Super League-Spiel. Jan Sommer ist erfahrener. Er steht zum 60. Mal in der höchsten Spielklasse zwischen den Pfosten und ist auch die Nummer 1 der U21-Nationalmannschaft. In den Startminuten besaß der FC Basel gefühlte 90% Ballbesitz. Und Goalie Fickenscher zeigte in seiner ersten Aktion gleich Nerven. 10 Minuten benötigte Cup-Finalist Sion, um vors gegnerische Tor zu kommen. Nicht ungefährlich dieser erste Abschluss von Alexander Prijovic. Aber die Basler fanden im Mittelfeld immer wieder freie Räume vor. Das ist Xhaka. Dann Jacques Sua ganz frei, aber auch er verzog wie zuvor auf der anderen Seite Prijovic. Grani Xhaka auf der Position des verletzten Valentin Stocker bereitete diese Chance vor. Shaqiri ist zwar wieder fit, musste vorerst aber auf der Bank Platz nehmen. Basel weiterhin mit Vorteilen, suchte vehement das Führungstor. Grani Xhaka. Vorbei, Arno Guerrero, aber Sua fand seinen Meister in Kevin Fickinger. Verpasste Torchancen, Thorsten Fink tigerte nervös auf und ab. Das Spiel nun etwas offener. Erster Eckball für Sion, aber Jan Sommer ganz sicher. Es entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel. Jappi bediente frei. Aber der Serientorschütze der letzten Spiele ließ für einmal seine Abschlussqualitäten vermissen. Klares Chancenplus für Basel, aber Sion war nun auch im Spiel. Sautier ohne Gegenspieler. Der Pass auf Prijovic und Tor für Sion. 26. Minute, 1:0. Alexander Prijovic im Cup-Halbfinal vergab er beste Möglichkeiten. Heute traf er. Alles regulär, kein Offside. Basels Abwehrverhalten in dieser Szene mangelhaft. Goalie Sommer ohne Abwehrchance. Das war der Unterschied. Sion nutzte seine erste Torchance. Präsident Constantin noch ganz ruhig auf der Tribüne. Es lief ja gut für den FC Sion. Jonas Elmer mit einem langen Ball. Dragovic und Abraham kamen sich in die Quere. Und Giovanni Sio mit dem 2:0. Ein Paukenschlag innerhalb von 2 Minuten. Die Frage, ging alles mit rechten Dingen zu und her bei diesem Tor? Es war kein Offside, aber nahm Sio eventuell die Hand zu Hilfe, wie Abraham anzeigte? Nein, auch das nicht. Die FCB-Innenabwehr schnitzerte erneut. Wieder einmal lag Finks Team mit 2 Toren im Rückstand. Der FC Sion mit bemerkenswerter Effizienz. Von Cup-Müdigkeit keine Spur. Und einer war besonders agil. Giovanni Sio stellte Basel vor größte Probleme. Jan Sommer war es zu verdanken, dass der Rückstand zur Pause nur 2 Tore betrug. Mit Shaqiri und Tembo blies der FCB zur Aufholjagd. Zudem musste Abraham mit Leistenproblemen draußen bleiben. Xhaka spielte nun in der Innenverteidigung und diese Abwehr wurde 2 Minuten nach Wiederbeginn gleich geprüft. Obradovic lancierte Sion. Xhaka konnte den Querpass nicht unterbinden. Prijovic setzte sich gegen Sommer durch und es stand 3:0 für Sion. Zum Abwinken war es aus Basler Sicht. Der ganze Basler Block weit aufgerückt. Obradovic fand die Lücke. Kein Offside. Sio, uneigennützig. Tja, und Jan Sommer kommt die entscheidenden Sekundenbruchteile zu spät. Prijovic im Glück und so wurde er zum Doppeltorschützen. Ein seltenes Bild. Christian Constantin lächelnd und glücklich auf der Tribüne. 0:3, eine Demütigung des Leaders.
frei, nun unsanft gestoppt. Aber Schiedsrichter Wermelinger ließ weiterspielen. Zu Unrecht, denn der am Boden liegende Dingstag brachte den Basler Stürmer zu Fall, allerdings außerhalb des Strafraums. Der FCB war bemüht, mehr Druck zu entwickeln. Shaqiri für Streller. Aber dieser Fickinger hielt bisher alles. Er hatte die Gewohnheiten von Frei, Streller und Co. minutiös studiert und brachte die Basler zur Verzweiflung. Sion spürte nun wohl doch etwas. Die Köpfstrapazen standen nur noch hinten drin. Frei für Streller. Auch seine zweite Chance konnte der Basler nicht nutzen. Es war in der Schlussphase ein einziger Basler Sturmlauf. Huckel, aber auch er brachte den Ball nicht an Kevin Fickinger vorbei. Sions Nummer 2 präsentierte sich in glänzender Form. Der Leader ging 0:3 unter im Tourbillon. Jan Sommer hielt insgesamt gut. Sein Gegenüber Kevin Fickinger, aber sehr gut. Er gehörte darum zu den strahlenden Siegern.